Werner Schulze-Erdl, hallo. Hallo, guten Morgen, guten Tag, wie immer alle wollen. André Dietz, hi. Hi. Guten Abend, Gernot Endemann, hallo. Hallo, guten Abend. Ilse Biberti, hallo, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen. Und jetzt begrüße ich ihn am Telefon, Matti Krings, hallo. Julian, grüß dich auch. Christian Rach, hallo. Hallo, hallo. Ich begrüße Wolfgang Lippert, hallo. Hallo, Julian. Frederik Meissner, hallo. Ja, herzlich willkommen, hier ist Frederik Meissner. Hallo Julian. Ja, herzlich willkommen, hier ist der Sprechplanet heute am 24. Juni 2011. Mein Name ist Julian Schlichting. Ein Tag vorher als geplant, freut mich, dass ihr dabei seid. Gleich spreche ich mit Big Brother Klaus. Im Ganzen heißt er Klaus Eichholzer. Er hat im vergangenen Jahr die 10. Staffel von Big Brother dominiert, muss man ganz klar so sagen, wie kaum ein zweiter. Man spricht nur noch von der Klaus-Staffel. Die Fans haben sich gespalten in Klaus Pros und Klaus Antis. Was er davon im Haus mitbekommen hat, wie es ihm seither geht, wie er die Zeit bei Big Brother rückwirkend sieht, all das werden wir besprechen. Eure Fragen werden geklärt. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir Big Brother Klaus auch schon am Telefon. Hallo. Hallöchen. Seit der letzten Big Brother Staffel kennt dich ganz Deutschland oder fast ganz Deutschland. Wie gehst du mit diesem enormen Popularitätsschub um? Wie ist es für dich, überall erkannt zu werden? Ja, also mein Leben hat sich schon sehr verändert, also Bekanntheitsgrad megamäßig gewachsen natürlich, weil ich war ja auch 200 Tage jeden Tag im Fernsehen zu sehen, und lerne halt jeden Tag tolle Leute kennen. Klar, ich war auch ziemlich polarisierend, es gibt auch den einen oder anderen negativen Aspekt, ich war da schon mal irgendwie angepöbelt, du bist doch der und der aus dem Haus, aber muss ich drüber stehen, und größtenteils ist es auf jeden Fall positiv, das Feedback, und ich finde es eigentlich ganz cool. Ja, du warst ja vorher schon mal bei DSDS und beim Supertalent, hast immer ein bisschen auf dich aufmerksam gemacht, wie siehst du diese Auftritte bei Dieter Bohlen rückwirkend, haben die dir auch so viel gebracht oder ist das jetzt schon ein großer Unterschied? Ja, also ich bin ja immer einer, der so die Sachen macht, die keiner macht oder keiner machen will, weil ich so ein bisschen ausgeflippter Typ bin. Ja. Und da hat die DSDS-Geschichte halt auch ein Stück weit mit dazugehört, sich so nackt vorm Bohlen zu stellen und dann so einen Song rauszuhauen, hey, ich bin Klaus, sehe verdammt gut aus. Und dann nochmal zum Supertalent zu gehen und sagen, hey, ich bin der Pop-Titan und nicht du. Ja. So provokativ. Also war okay. War es natürlich vom Image her nicht so ganz förderlich, weil man natürlich auch so ein bisschen blöd dargestellt wird. Aber deswegen war ich ja dann nochmal bei Big Brother und wollte halt zeigen, wie ist der Klaus wirklich. Und ich glaube, das ist mir ziemlich gut gelungen und das habe ich ziemlich gut gemacht. Mhm. Dein Song Meine Welt habe ich mir gestern nochmal angehört. In Partykreisen ja mittlerweile fast schon Kult geworden. Ich glaube, wenn du auftrittst, den können die meisten mitsingen. Wie autobiografisch ist der Inhalt eigentlich? Das würden auch viele Fans gerne mal wissen. Ja, also meine Welt, natürlich sind die Berge in Körbchen A, B, C, D, E, F, G, sagt ja ein Stück weit schon alles. Ja. Also es geht um Frauen, die mein Leben eigentlich oder mein Leben prägen und sehr wichtig sind für mich. Und da habe ich halt den Song damals drüber gemacht. Es gibt dann bald einen neuen Song von mir, das passt natürlich auch zu Klaus, weil da dreht sich natürlich um Frauen. Und das wird jetzt mein neuer Song und es geht halt alles so ein bisschen in die Party-Mucke-Richtung, Ballermann, so ein bisschen Atzen-mäßig und dafür geht mein Weg auch hin, musikalisch. Mhm. Du hast eben schon gesagt, Big Brother hat da sehr viel geholfen, auch bekannter zu werden, auch in die richtige Richtung bekannt zu werden. Wurdest du da angefragt oder hast du dich da selbst beworben oder wie war das? Also ich war schon mal in Kontakt nach meiner Geschichte bei DSDS, da lief ja die 9. Staffel mit Anina und so. Ja. Und da war mein damaliges Management schon kurz ein bisschen mit denen in Kontakt, so den Klaus praktisch so als Nachzügler irgendwie vielleicht noch reinzuholen oder so. Hat dann damals aber nicht geklappt. Und für die 10. Staffel habe ich mich dann aber ganz normal neu bewerben müssen. Also da kam dann nichts, hey Klaus, komm mal rein. Also das war ganz normal, habe mich beworben, die 12 oder 15 Seiten geschrieben und musste halt alles ganz normal durchlaufen mit Casting, mit allem. Mhm. Dann bist du ziemlich schnell zum Aushängeschild der Staffel geworden. Die Fangemeinde spaltete sich, pro Klaus, anti Klaus. Hast du davon im Haus schnell was mitbekommen oder erst so im Laufe der Zeit, wie schnell sich dieser Hype wirklich ausgebreitet hat? Also im Haus wusste ich gar nicht, was draußen überhaupt abgeht und dass ich da so eine Fanbase habe
und dass es so, sagen wir mal, dass ich so polarisierend war, dass es ein Stück weit, wie du gesagt hast, die Nation gespalten hat, konnte ich nicht ahnen, wusste ich nicht, aber ein Stück weit war die Staffel 10, muss man natürlich schon sagen, war ein Stück weit schon close. Also, nicht nur ein Stück weit, glaube ich. Wird, irgendwann, hey, Big Brother 10 in Deutschland, werden sie close sagen, wie sie jetzt bei erste, zweite Staffel Zlatko und Jürgens sagen. Und da bin ich ein Stück weit auch stolz drauf und finde ich auch ganz cool, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber dass es draußen so abging und dass es so kam, wie es kam oder gekommen ist, konnte ich nicht planen. Aber deswegen sage ich auch immer, Big Brother ist ein Format, da gibt es kein Drehbuch. Big Brother steuert das eine oder andere vielleicht schon, so mit Wochenaufgaben, ob man die eine oder andere schafft oder schaffen kann oder nicht. Aber sonst gibt es kein Drehbuch und deswegen wollte ich auch rein. Was für ein Fazit hast du denn jetzt selbst für dich gezogen, auch persönlich nach diesen Zeiten? Ich möchte jetzt nicht die ganzen Bewohner mit dir durchgehen, um Himmels Willen auch nicht die Streitigkeiten aufbröseln, aber was für ein Fazit hast du gezogen? Mit welchen Gedanken denkst du auch für dich selbst an die ganze Zeit zurück? War ja wirklich lange. Ja, also gelernt habe ich über mich natürlich ein bisschen die sentimentale Seite habe ich kennengelernt, die ich eigentlich davor gar nicht so kannte, allein von Familie weg zu sein, von Freunden, mit denen man über alles reden kann. Also das war auf jeden Fall eine sehr krasse Geschichte. Sonst, dass ich meinen Eltern dankbar sein muss, dass sie mich so erzogen haben, wie ich jetzt bin. Dass ich immer den Schwächeren geholfen habe. Das war von klein auf schon so, dass ich immer fair meine Lebensmittel und alles geteilt hat. Und das habe ich auch ein Stück weit versucht, den anderen zu vermitteln. Aber da waren halt eben andere Bewohner zu viel Egoisten dabei, die das einfach im Leben nie gelernt haben. Und deswegen hatte ich auch mit vielen Leuten da drin im Streit. Ja, dann bist du ganz kurz vor dem Finale erst rausgeflogen. Also es war sicher nicht die Manuela, die gar beliebter gewesen wäre, vielmehr wohl die Masse der Anti-Klaus-Partei. Wie stehst du heute dazu? Glaubst du auch daran, dass das eventuell von Ende Molo RTL 2 so ein bisschen gesteuert wurde? Oder was sagt der Klaus dazu? Also für mich war ja eigentlich immer klar, dass irgendwann die Leute, die Klaus nicht leiden können, mehr werden wie die Pro-Klaus eben. Und von dem her habe ich immer damit gerechnet, rauszufliegen. Schon viel früher damit gerechnet, dass ich gehen muss oder gehen werde. Aber es hat ja dann ziemlich lang gehalten. Dass es natürlich dann eine Woche vorm Finale war natürlich sehr unglücklich. Ja. Und ich bin halt ein sehr ehrgeiziger Mensch und hätte natürlich auch sehr gern gewonnen und hab da ein Stück weit halt auch dahin gearbeitet, aber mein normales Verständnis hat mir immer gesagt, hey Klaus, das Ding wirst du nicht gewinnen, weil irgendwann sind die Gegner mehr wie die Pro-Klaus. Mhm. Und aber natürlich gibt es auch viele, die sagen, es wurde irgendwas gedreht, dass ich nicht gewinne. Dazu kann ich nichts sagen, weiß ich nicht. Aber ja, ist natürlich schon sehr blöd gelaufen. Mhm. Hast du denn noch Kontakt zu deinen Freunden da drin, wie Marc und Alexandra, oder ist das hat sich das verlaufen im Laufe der Zeit? Also ich habe noch Kontakt eigentlich nur zu Iris. Da habe ich ganz engen Kontakt. Bin ich auch regelmäßig bei ihr da in Ludwigshafen in Oggersheim in dem Pfannkuchenhaus. Wir sehen uns öfters mal auf irgendwelchen Events. Also habe ich den meisten Kontakt. Sonst halt noch zu der Pisae. Ja, ja, habe ich jetzt, weil ich ja öfters mal auch in Dresden in der Ecke bin, habe ich mit ihr jetzt Kontakt und da haben wir jetzt auch so eine Spendenaktion gemacht für so Kinder in Kambodscha und so, da habe ich mitgewirkt. Mit der Maike Muttersbach habe ich noch Kontakt, die Brust hieß sie ja mit Waterhaus, die ist mittlerweile ja Mutter geworden, hat jetzt einen Sohn, aus Bremen ist sie und ein bisschen mit Alexandra, das sind die einzigsten drei, mit denen ich noch Kontakt habe aus meiner Staffel und aus dem Haus. Mit den anderen bin ich ehrlich, muss ich ehrlich sagen, habe ich auch keinen Kontakt und möchte ich auch nicht haben. Mhm. Wird man dich denn noch auf Big Brother Partys sehen? Ich weiß, du warst letztes Jahr bei dem Benefiz-Fußballspiel, war das für dich so ein Abschluss oder tingelst du auch noch gerne mal zu Big Brother Partys, wenn welche anstehen? Ja, also Big Brother Partys natürlich, man muss natürlich unterscheiden. Jetzt zum Beispiel am 16. Juli beim Knubbel das Spiel in Bonn am 16. Juli. Da bin ich auch definitiv da, spiele auch mit, weil da ist es auf jeden Fall für einen guten Zweck. Und da werden auch andere Bewohner sein, denke ich mal, mit denen ich nicht so gut klarkam im Haus. Aber da stehe ich drüber, weil da muss ich wirklich sagen, da geht es also für die Kinder, für Spenden und so weiter. Aber es gibt ja auch andere Big Brother Partys, wie jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen, glaube ich, im Prisma in Dortmund, wo
wo dann Daniel hat die Party, glaube ich, gemacht. Aber da gehe ich dann nicht hin, weil mit den Leuten möchte ich einfach nicht feiern. Für einen guten Zweck ja, aber sonst möchte ich mit den Leuten nichts zu tun haben. Ja, verständlich, denke ich. Ist denn für dich bei Big Brother letztendlich alles karrieremäßig direkt nach Plan gelaufen? Du bist ja jetzt sehr gut beschäftigt. Oder gibt es auch Momente, die du gern anders gemacht hättest? Also so für mich nach Plan gelaufen, ja, weil ich war am längsten drin. Ich bin der längste Bewohner. Ganz nach Plan wäre natürlich als Sieger das Haus verlassen, wäre ganz nach Plan gewesen. Aber sonst habe ich mich ganz gut verkauft. Ich habe natürlich auch den einen oder anderen Fauxpas mir geleistet, muss ich auch sagen. Wo ich im Nachhinein sage, boah, das ist die Aktion mit der Torte, mit Carlos und mit dem Kissen, mit Lilly, waren schon grenzwertig. Aber in der Gesamtsituation im Haus, wie alles war, alleine alle gegen mich und Lili und Carlos haben sich ja auch einiges erlaubt, hatten sie es ein Stück weit auch verdient, aber jetzt danach würde ich jetzt sagen, jetzt, wenn man mich jetzt hinstellen würde und ich hätte die Torte oder das Kissen wieder in der Hand, würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Mhm. Also von dem her waren da ein paar Sachen, die negativ waren, aber so im Großen und Ganzen ist alles schon so, so gelaufen und viele fragen immer, hey Klaus, würdest du es nochmal machen? Ich sage, ich würde es nicht nochmal machen, weil ich hatte noch nie so wenig Spaß im Leben. Aha. Deswegen würde ich da auch nicht nochmal ein bisschen reingehen. Ja, aber du kannst jetzt natürlich, obwohl du wenig Spaß hattest, so ein bisschen die Früchte ernten, bist sehr viel unterwegs. Wie sieht im Moment so dein Alltag aus? Du bist ja fast jedes Wochenende in Discos und Clubs gebucht. Wie ist das für dich, dieses Leben als Partysänger auf einmal? Ja, also ich bin ja eigentlich schon immer der Party-Mensch ein Stück weit. Ich habe ja irgendwann mal meine Ausbildung gemacht, so zum Energieelektroniker, habe sie durchgezogen, 3,5 Jahre, habe dann 1,5 Jahre in dem Job gearbeitet, aber bin dann irgendwann auf den Trichter gekommen und gesagt, hey, das ist nicht für Klaus, ich muss da irgendwie was anderes machen. Und dann bin ich nach Mallorca gegangen, habe Animateur gemacht, die Leute animiert in Diskotheken, Party, und das ist eigentlich mein Leben, was ich mein Leben lang schon führe, oder seit 99. Aha, Party. Ja. Und jetzt verdiene ich noch ein Stück weit mein Geld damit, mache mit den Leuten Party am Wochenende in der Diskothek, mache Musik, mache meine Auftritte, dann mache ich noch Werbegeschichten, bin ab und zu auf Messen, dann gebucht für Autogrammstunden, schnupper jetzt so ein bisschen in die TV-Geschichten rein, hier mal eine kleine Rolle im Fernsehen und was weiß ich was. Also ist okay, mein Leben gefällt mir und ich hoffe, es geht so weiter. Und mein Traum wäre natürlich, mich irgendwie ein bisschen im TV zu etablieren mit irgendeinem Format im Fernsehen, wo ich irgendwas machen kann. Das wäre natürlich so ein Stück weit mein Traum. Und dann parallel noch halt die Disco-Geschichte. Ist es denn ein Problem für dich, jetzt wahrscheinlich auch noch auf lange Zeit immer wieder auf Big Brother herunter reduziert zu werden? Du warst ja jetzt ja auch vor ein paar Wochen in einer Live-Show der aktuellen Staffel. Oder ist das schön für dich, wenn du da immer noch präsent bist? Also ich sage immer, man darf nie vergessen, wo man herkommt. Auch alles, was ich vor Big Brother gemacht habe, ist ein Stück weit Klaus. Ich wäre jetzt nicht der Klaus, wenn ich die Sachen vor Big Brother nicht gemacht habe, egal ob das DSDS, ob das auch die Erotik-Vergangenheit ist oder war. Ich wäre nicht der Klaus, der ich jetzt bin, und deswegen werde ich das Big Brother auch nie verleugnen. Ich habe es mir auch auf den Fuß tätowieren lassen, weil es ein Stück weit mein Leben verändert hat, weil es eine krasse Erfahrung war, und da werde ich immer dazu stehen. Und ja, aber natürlich ist man Big Brother-mäßig auch andererseits wieder ein bisschen in der Schublade drin, wo jetzt nicht vom Niveau her so hoch ist. Ich sehe das anders, aber deswegen werde ich auch immer dazu stehen, dass ich bei Big Brother war, und bin ich auch stolz drauf. Wie sehen denn so Auftritte von dir aus? Wie viele Lieder singst du da? Singst du live oder Halbplayback? Was erwartet man, wenn Klaus gebucht ist für den Abend? Also wenn ich auf der Bühne stehe, natürlich singe ich Halbplayback. Also ich bin jetzt nicht der mega gute Sänger, und also da bin ich immer ehrlich. Aber ein Stück weit geht es ja da aber auch um die Performance. Da geht es um den Typ Klaus, der einfach oben steht, der ist, wie er ist, der die Leute unterhält, und ein Großteil, sag ich mal, wenn ich irgendwo auftrete, oder 90% finden mich dann auch cool oder kommen wegen mir in die Diskothek, feiern mit mir, und so soll es auch sein, und dazu mache ich auch die Show und macht mir auf jeden Fall ganz toll Spaß, und ich lerne jeden Tag oder jedes Wochenende so viele neue Leute kennen, also es ist schon verrückt. Bist du dann auch für deine Fans gerne da? Suchst du da auch das Gespräch? Gibt es Autogramme und Fotos? Oder bist du immer schnell wieder weg? Nee, also wenn ich da in die Diskothek komme, dann bin ich meistens so, bekommt halt mein Auftritt, und dann bin ich bis Open End da. Also dann gibt es danach Autogramme für jeden, der eins haben möchte.
Aha. Auch die in der Disco arbeiten, sagen die anderen immer ziemlich, hey, das macht ja sonst keiner. Geh dann von Bar zu Bar, frag die Türsteher, frag das Personal, hey, wer will noch eins haben? Und bin dann meistens mit der Letzte, der aus dem Club geht. Also von dem her ziemlich verrückt immer, ja. Aber das ist halt einfach auch wieder ein Stück weit, glaube ich. Ja klar, macht ja scheinbar dann auch Spaß. Genau, macht nur Spaß und das lebe ich auch. Und das haben auch die Leute im Haus gesehen. Ich war halt einfach authentisch. Ich war ich selber. Ich habe nicht versucht, irgendwas darzustellen, was ich nicht bin. Bin so rumgelaufen, wie Gott mich schuf, wie ich zu Hause rumlaufe. War halt ziemlich freizügig. Ja. Aber ja, allerdings. War halt so und ich würde es wieder so machen. Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, neue Single steht jetzt an. In welche Richtung geht das und wie ist das Lied aufgenommen worden? Wie ist das entstanden? Ja, also ich habe ja auch dann verschiedene Anläufe musikmäßig, bis man so dann denjenigen findet, der dann da wirklich die Nummer 1 und zuständig ist dafür. Und das hat also in der Branche kennen ihn die meisten, also halt Extreme Sound, also Mike Röttgen, mhm. der auch für Autohändler, Micky Krause und alle die Songs macht. Und er hat mir den Song jetzt gemacht, den singe ich jetzt. Ich werde ihn dann das erste Mal so Anfang Juli performen. Schaust du dir auch andere Partysänger an oder schaust du dir zum Beispiel bei Willi Herren, Micky Krause, Jürgen auch von Big Brother, guckst du dir an, wie machen die das und nimmst du da ein bisschen was von ab, auch wie man zwischen den Liedern mit den Leuten redet? Die sind ja meistens schon nicht mehr allzu nüchtern, zumindest wenn du um 2 Uhr auftrittst, kann ich mir vorstellen, dass da schon ordentlich gegrölt wird. Ja, also natürlich gucken wir mal, wenn ich auf so Ballermann-Partys bin, wo da mehrere Acts da sind, und da ist dann natürlich das absolute Highlight oder zum Schluss kommt da halt nun mal dann ein Willi Herren oder ein Micky Krause, weil sie halt schon lange dabei sind. Ja. Und klar guckt man sich das dann auch dann noch mit an, wenn man selber den Auftritt hatte, guckt man sich vielleicht auch ein bisschen was ab. Aber ein Stück weit bin ich halt der Klaus, der dann einfach sein Ding macht. Mhm. Und ich will mir da nichts abgucken. Ich rede das, was ich in dem Moment empfinde, wie mir eben der Schnabel gewachsen ist. Und das macht halt ein Stück weit aus. Aber natürlich muss man ein bisschen von der Performance natürlich schon ein bisschen gucken, dass man da einen gewissen Ablauf reinbekommt. Mhm. Aber sonst, mhm. egal an jedem Ort, wo ich bin, beziehe ich den Fußballverein von der Stadt mit ein, wo ich gerade bin. Also das kriegen wir auf jeden Fall, oder das mache ich immer spontan. Mhm. Gab es denn auch schon mal gefährlichere Momente von meinetwegen auch besoffenen Leuten, die dir dann unbedingt mal die Meinung sagen wollen, wo du auch aufgepasst hast, okay, ich gehe mal lieber einen Schritt zurück, oder haben die eher viel Respekt vor dir, auch aufgrund dieser ganzen Präsenz bei Big Brother? Nee, also natürlich gibt es Frauen, die dann immer extrem sind, die dann sagen, hey Klaus, ich möchte einen Schlüpfer, ich möchte eine Krawatte, ich möchte eine Hose, und die dann auch an mir zerren und was weiß ich was. Aber es gab natürlich auch schon negative Konstellationen, wo dann halt auch schon mal Gegenstände in meine Richtung geflogen sind. Es sind halt dann öfters von Klaus Gegnern, mhm. oder halt irgendwelchen Männern, sag ich mal, die neidisch sind. Also und ja, deswegen klar. Dann bei einem Auftritt dann vielleicht auch buhen. Aber darüber war ich mir im Klaren und das nehme ich halt einfach in Kauf, wenn ich halt eben ein polarisierender Typ bin. Und deswegen, ich möchte nicht nur überall da mal gelobt werden, klar, wäre ich schon gern oder wäre ich schon überall beliebt, das gibt es glaube ich niemand, aber bei mir ist halt, ich sage immer, eins habe ich mit Polen gemeinsam, ein Stück weit, glaube ich, das Image, entweder man liebt den Klaus oder man hasst den Klaus. Ja, ja. Glaube ich auch, ja. Die meisten lieben dich ja. Hast du das eigentlich schon mal so ein bisschen wirklich verinnerlicht und mal Revue passieren lassen, was das letzte Jahr mit dir gemacht hast? Hast du schon mal abschalten können, entspannen und mal zurückgucken? Also viele fragen ja immer, hey, hast du im Nachhinein alles angeguckt? Dann muss ich also sagen, ich habe mir im Nachhinein gar nichts angeguckt. Also ich habe mir meinen Auszug angeguckt, einen Tag nachdem ich rausgeflogen bin. Habe ich klar natürlich über die Zeit auf Facebook bekommen wir den einen oder anderen Link mal auf seine Pinnwand gepostet, wo die eine oder andere Situation aus dem Haus gezeigt wird, dann gucke ich mir das an. Aber sonst hausmäßig danach gar nichts angeschaut. Und sonst, klar, ich musste dann, hat man erstmal ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder klar zu kommen im normalen Leben, im Kreise meiner Liebsten, mit meinem Hund, mit meiner Katze, mit meiner Mutter, mit Kumpels, mit Verwandtschaft, Cousin, Cousine, Onkel und so weiter. Aber ich habe mich dann ziemlich schnell integriert, dann ging es da auch schon los mit den Auftritten und allem. Und von dem her bin ich seitdem eigentlich immer unterwegs und genieße das aber auch. Und ja, ja.
man lebt nur einmal. Ich bin halt ein Typ, der wirklich sagt, hey, man lebt nur einmal. In jungen Jahren ist die Lebensqualität am höchsten. Deswegen muss man es krachen lassen. Deswegen bin ich seit 16 Jahren Single. Ich halte nichts von Beziehungen. Warum soll ich Anfang 20 in eine Beziehung eingehen? Dann bin ich da 5-6 Jahre zusammen. Dann trenne ich mich eh wieder. Das ist die beste Zeit. Das kann ich auch nur jedem mit auf den Weg geben. Mhm. Genießt euer Leben, solange ihr jung seid. Und dann, wenn man älter ist, kann man immer noch in eine Beziehung eingehen. Mhm. Ich habe noch eine Frage, Klaus. Du hattest gesagt, fragen kann man dich generell erstmal alles. Es gibt in Internetforen, gerade bei Big Brother Fans, immer wieder die Frage, warum will Klaus nicht beim bei Fans so heißgeliebten BB Radio zu hören sein? Kann man das ein für alle Mal klären, wie da dein Stand zu diesem Fanprojekt ist? Ja, also das war für mich halt, man hat halt gemerkt, dass, also im Nachhinein, ich habe mich dann halt ein bisschen schlau gemacht, dass halt Big Brother Radio am Anfang ziemlich gegen Klaus war. Ja. Wie auch viele wahrscheinlich, wo Klaus reingekommen ist, haben sie gedacht, boah, der Idiot von DSDS, boah, das geht ja gar nicht. Ja. Dann hat man halt so ein bisschen, haben sich viele Leute ihr eigenes Bild machen können und haben gesagt, hey, ist doch verkehrt, ist ja stimmt gar nicht, ist okay. Und den gleichen Eindruck hatte ich dann von Big Brother Radio auch, dass sie dann so ein bisschen mit dem Strom mitgeschwommen sind. Und dann so pro Klaus, auch Alex und so mit Moderation und so, auf einmal Klaus eigentlich doch ganz nett. Aber dann war natürlich, kurz vor meinem Auszug, waren natürlich auch verschiedene Leute im Big Brother Radio, die da richtig nochmal gegen Klaus geschossen haben, egal ob das Katrin war, egal ob das... Ach so, ja, okay. Ist auch egal, welche Bewohner waren. Und für mich war halt klar, ein Radio, wo über lange Zeit gegen Klaus geschossen wurde und die Möglichkeit... oder den Leuten die Möglichkeit gegeben wurde, gegen Klaus publik zu machen, da werde ich selber nicht hingehen und das habe ich auch nicht gemacht und bin ich auch nicht hingegangen. Okay. Und von dem her war ich einfach nicht beim Big Brother Radio und da stehe ich auch weiterhin dazu. Okay, wunderbar. Klaus, ich danke dir sehr für dieses offene Gespräch. Ja, und alles. Ansonsten, wir bleiben in Kontakt. Wunderbar. Alles, wenn das wäre. Alles Gute. Dankeschön. Okay, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Big Brother Klaus hat gesprochen, jetzt auch bei uns im Sprechplanet. Vielen Dank für das Interview. Es haben sich viele von euch ein Gespräch mit ihm hier bei mir gewünscht. Jetzt haben wir es ermöglicht. In der nächsten Ausgabe vom Sprechplanet spreche ich mit dem Großmeister aller Fernsehnostalgiker im Internet. Er steckt hinter der TV-Wunschliste, Fernsehserien.de, TV-Kult.de, TV-Foren.de und ist eines der zwei Gesichter von RetroTV.de. Mit Paddy habe ich ja schon mal gesprochen. Jetzt spreche ich mit dem Bärtigen der beiden. Henning Harperath, ein sehr sympathischer Typ, wird mir ein bisschen die Zusammenhänge dieser ganzen sehr bekannten und sehr erfolgreichen Internetseiten erklären. Mittlerweile kann er davon leben, es wird sehr interessant. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am 9. Juli 2011 geht's hier weiter. Bis dahin, schönes Wochenende. Tschüss.